Hi Freunde und willkommen zurück zu Undertale. Ja, es scheint, als wären wir relativ nah am Ende dieses Spiels angekommen. Sieht so aus, als wäre das der richtige Weg, deswegen gehe ich jetzt nochmal hier hoch. Ja, nochmal ganz kurz hier lang. Ich habe ja gespeichert, ne? Oder habe ich? Ich habe Angst. Ich möchte nichts verpassen. Also ich muss eigentlich hier weitergehen. Also hier ist wahrscheinlich der richtige Weg. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier lang schon gegangen bin. Oder kam ich hierher? Bin ich gerade voll bescheuert? Bin gerade voll bescheuert, oder? Bin gerade voll bescheuert, ne? Bin hier schon lang gegangen. Richtig, hier ging es nämlich zurück zu dem Haus. Okay, ich bin also voll bescheuert, nur damit wir das schon mal geklärt haben. Herrje. Und ich hatte es letzte Folge schon mal gesagt, ich glaube, dass ich trotz allem, trotz meiner ganzen Mühe, hier alle am Leben zu lassen und möglichst friedlich, ich meine, habe ich ja geschafft, ne? Ich bin immer noch Level 1, also man bekommt ja nur Erfahrungspunkte, wenn man Gegner tötet. Ich bin immer noch Level 1, ich habe immer noch keinen einzigen Erfahrungspunkt, ich habe niemanden gekillt, außer diesen komischen Trainingsdummy am Anfang. Und die Musik hört jetzt nicht auf zu spielen. Das ist ja cool. War das jetzt ein Bug, dass das die ganze Zeit jetzt hier still war? Hallo? So. Was gibt's? Kriege ich einen Hotdog, damit ich die Tür noch aufmachen kann im Hotel? Schade. Du hast es also endlich geschafft. Das Ende deiner Reise liegt vor dir. In wenigen Momenten wirst du den König treffen. Zusammen werdet ihr über die Zukunft dieser Welt entscheiden. Tja. Jetzt? Wird über dich gerichtet. Du wirst für alle deine Aktionen zur Verantwortung gezogen. Du wirst für alle Erfahrungspunkte verurteilt werden, die du verdient hast. Ha, ich hab keine! Was sind EXP? Es ist ein Akronym. Es steht für Execution Points. Dam, dam, da! Ist aber irgendwie auch keine Idee, dass man einfach sagt, nein, das sind keine Erfahrungspunkte, das sind Exekutionspunkte. Du hast hier echt Leute umgebracht dafür. Ja, eine Art, den Schmerz zu quantifizieren, also sprich, den Schmerz, den du verursacht hast, in feste Zahlen umzuwandeln. Wenn du jemanden getötet hast, sind deine XP gewachsen. Wenn du genug XP hast, erhöht sich deine Love. Liebe ist auch ein Akronym. Natürlich ist es das. Es steht für Level of Violence. Das ist krass. Also wenn du jetzt echt gedacht hättest, so wenn du das Ganze echt wie so ein ganz stinknormales Rollenspiel gespielt hättest, dann hättest du wirklich die Leute hier weggeaxt die ganze Zeit. Dann würdest du jetzt wahrscheinlich echt hier stehen, hast gesagt, ach du Scheiße, ja, stimmt, was habe ich getan? Oder du denkst einfach, hier, geh mir aus dem Weg, Sand, du nervst. Level of Violence. Aber es hat was Intelligentes, finde ich, an sich. Ja, auch eine Art, jemandes Fähigkeit zu messen, jemand anderem weh zu tun. Je mehr du tötest, desto leichter wird es für dich, dich zu distanzieren. Je mehr du dich selbst distanzierst, desto weniger wirst du anderen Schmerzen bereiten. Desto distanzierter wirst du gegenüber diesem Gefühl von, oder diesem Schmerz, den du anderen verursachst. Und desto einfacher wird es für dich, anderen weh zu tun. Aber du hast niemals auch nur irgendeine Form von Love generiert. Natürlich heißt das nicht, dass
du komplett unschuldig oder naiv bist. Nur, dass du eine gewisse, ja, ein gewisses Gefühl in deinem Herzen bewahrt hast. Egal wie schwer es für dich war, du hast immer versucht, das Richtige zu tun. Du hast es abgelehnt, anderen oder irgendjemandem weh zu tun. Selbst wenn du weggelaufen bist, hast du es mit einem Lächeln getan. Du hast niemals Love, also die Abkürzung, angesammelt, aber du hast Liebe angesammelt. Macht das keinen Sinn? Vielleicht nicht. Nun, du wirst die größte Herausforderung deiner gesamten Reise gegenübertreten. Deine Aktionen hier werden das Schicksal der gesamten Welt entscheiden. Wenn du ablehnst zu kämpfen, wird Asgore deine Seele nehmen und die Menschheit zerstören. Aber wenn du Asgore tötest und nach Hause gehst, werden die Monster im Untergrund gefangen bleiben. Was wirst du tun? Nun, wenn ich du wäre, hätte ich jetzt schon das Handtuch geworfen. Aber du bist nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben, nicht wahr? Das ist richtig. Du hast etwas, das man Entschlossenheit nennt. Solange wie du daran festhältst, solange wie du tust, was dein Herz dir sagt, glaube ich, kannst du das Richtige tun. Okay. Wir alle zählen auf dich, Kind. Viel Glück. Und er ist weg. Ich glaube wirklich, Sans ist um einiges mächtiger. Und ich glaube, man muss ihn hier bekämpfen, oder? Also wenn man zu viel Hass, also sprich zu viel Love ansammelt, der Thronraum, oh Gott. Wenn man zu viel Love ansammelt, dann muss man ihn hier wirklich bekämpfen wahrscheinlich, weil er dann sagt, hier, ich kann dich hier nicht weiterlassen. Oder ich kann auch einfach gehen, tschüss. What the fuck? Das ist ein Sarg, da ist dein Name darauf eingraviert. Pitman, er ist leer. Oh Gott. Okay, also das sind die ganzen Menschen, die er alle umgebracht hat und der letzte ist jetzt für mich. Ah, ganz toll. Es wird lustig. Ich sag nur... Tammy, armer Bitch. Die goldenen Blumen. Und das muss dann Asgore sein. Dum-di-dum. Oh? Ist jemand da? Nur einen Moment. Ich bin fast fertig damit, diese Blumen zu gießen. Okay, da sind wir. Howdy, wie kann ich... Oh. Ich kann es ehrlich gesagt gerade schon an den Augen sehen, dass es da eine gewisse Parallele zu Toriel gibt, wirklich. Also, ich würde wirklich gerne sagen, willst du eine Tasse Tee? Aber du weißt ja, wie es ist. Schöner Tag heute, hä? Die Vögel singen, die Blumen blühen. Perfektes Wetter für ein Fangspiel. Du weißt, was wir tun müssen. Wenn du bereit bist, komm in den nächsten Raum. Ich würde nochmal speichern, damit ich den Dialog nicht nochmal... Ja, es hat schon was. Ich weiß es nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen... Achso, hier kann man auch speichern. Es ist ein Thron. Und das ist auch ein Thron, der aber mit weißen Laken... Ja, für die Königin wahrscheinlich.
Aber Toriel ist ja noch am Leben, ne? Ich glaube, die wird noch kommen. Wie spannend. Denk einfach, sie ist einfach wie ein Besuch beim Zahnarzt. Ey, sag mal, sieht das nicht auch genauso aus wie der Raum am Anfang? Sind wir da auch nicht hier? Ich glaube, da war doch, das sieht doch aus wie das Loch, wo wir reingefallen sind. Sah der erste, der allererste Raum, ganz am Anfang, sah der nicht genauso aus, nur dass dann hier noch so ein paar goldene Blumen waren? Ich bin mir da sehr sicher. Bist du bereit? Wenn du es nicht bist, kann ich das verstehen. Ich bin auch nicht bereit. Ich kann nicht glauben, dass der wirklich die ganze Menschheit... Das ist wirklich genau wie der allererste Raum. Also ich glaube, Toriel hat in diesen... Nee, warte mal, Quatsch, bin ich bescheuert? Die Ruinen sind die Ruinen. Und er hat hier einfach alles genauso nachgebaut wie in den Ruinen. Aber weil er hier einsam war oder so, ist ja alles so grau und grau. Oh Junge. Jetzt wird sie auf einmal dreidimensional. Das ist die Barriere. Das ist, was uns alle hier unten gefangen hält. Wenn du irgendwie hier noch unerledigte Sachen hast, dann bitte tu, was du tun musst. Ich überlege jetzt gerade wirklich. Es gibt hier verschiedene Dinge, die ich eigentlich noch machen könnte, aber ich glaube, was ich jetzt im Internet gelesen habe, die gehen jetzt wirklich noch nicht. Ich kann, glaube ich, momentan nichts anderes machen. Das ist halt der erste Durchlauf und das soll, glaube ich, wirklich so sein. Du sollst das Spiel... Ich kann es schon verstehen. Der Entwickler geht halt davon aus, dass du am Anfang nicht weißt, dass es eine Pazifistenroute und dass es eine Genozidroute gibt. Der will halt idealerweise, dass du hier nichts davon weißt, aber ich sag's mal so, ich habe eine Review zum Spiel gelesen und schon da stand's mit in den ersten paar Zeilen drin, dass man das halt hier auf mehrere Arten durchspielen kann. Und dass es halt ein spezielles Ende gibt, wenn man niemanden tötet. Also so gesehen, es ist fast unmöglich, sich da nicht zu spoilern. Wir gehen weiter, komm. Ich hab nichts mehr. Okay, ich verstehe. Das ist es dann also. Ich kann nicht glauben, dass er die Menschheit auslöschen will. Der klingt halt hier die ganze Zeit so irgendwie, als ob er übelst mit sich kämpft. Als ob er so sagt so, hör mal, Junge, ich weiß, aber es geht nicht anders. Wir werden hier sonst ewig gefangen sein und da ist jetzt mal dein Leben ein kleines Opfer. Bereit? Oh je, da fehlt noch... Das sind die ganzen Seelen. Die rote fehlt noch. Ein seltsames Licht erfüllt den Raum. Zwielicht scheint durch die Barriere. Es scheint, als ob deine Reise endgültig vorbei ist. Du bist gefüllt mit Entschlossenheit. Mensch. Es war nett, dich getroffen zu haben. Auf Wiedersehen. Ah, Aquaman! Oh fuck, er hat ihn einen Button zerstört. Ich kann nicht mehr fliehen oder sperren. Asgore. Ja, was soll ich machen? Reden. Du sagst Asgore leise, dass du nicht gegen ihn kämpfen willst. Seine Hand zittert für einen Moment. Wow. Holy fuck. Und das war 4 Schaden mit der höchsten Rüstung. Ich sag's immer noch. Ich will wirklich nicht gegen dich kämpfen. Er atmet für einen Moment seltsam. Wow, Alter. Ich komme echt nicht klar. Na gut, das war schon mal besser. Du sagst Asgore wirklich, dass er aufhören soll zu kämpfen. Was? Recollection. Also er denkt offensichtlich nochmal drüber nach in seinen Augen. Sein Angriff ist runtergegangen, seine Verteidigung ist runtergegangen.
Holy fuck, ey. Ich hab mich nicht bewegen sollen. Ich rede weiter, es geht ja nicht anders. Aber es kommt auch immer ein anderer Dialog, also scheint es wohl zu helfen. Okay, es sieht so aus, als ob Reden nichts weiter tun wird. Oha, bin ich echt nicht getroffen worden gerade? Oh lol. Ich habe gerade Leben dazu bekommen. Hardlocket. Bringt das was, wenn ich das anziehe? Ja, dass ich nämlich mehr Schaden nehme. Tem Armor. Oh je. Alter, das ist halt echt schnell. Also die Schläge. Was soll ich denn machen, Escor? Angriff, 80 Verteidigung. Na, beim letzten hätte ich fliegen müssen. Ach, das ist echt. Sorry, Leute, dafür sind meine Reflexe echt zu schlecht. Das ist echt. Ich kann weder sehen, wo die Dinger wirklich hinfliegen, also ich kann das nicht so richtig vorausahnen. Ich kann mich hier nur mal wieder treffen lassen, kann hoffen, dass meine Heil-Items bis zum Schluss reichen. Aber ich bin echt beschissen in sowas. Also für mich jetzt persönlich, aus meiner Sicht, bewegt sich auch das Herz viel zu langsam dafür und ich kann das einfach nicht. Das hier geht gerade mal noch, weil ich das ungefähr einschätzen kann, aber selbst das war jetzt, wie soll ich denn da rechtzeitig auf die andere Seite kommen? Geht nicht, kann man nicht machen. Also da muss man schon ein paar bessere Reflexe haben als ich. Also ich weiß schon, man muss es so machen, wie seine Augen machen, aber selbst dann ist, also er, wenn ich jetzt erst orange habe und ich muss mich bewegen, schlägt er mit dem blauen zu, schneller zu, als wie ich mit meinem Finger die Tasten loslassen kann. Kein Witz. Ist einfach so. Na, was soll ich machen? Vielleicht ist das auch das, was die gemeint haben mit, du musst erstmal, Alter, es wird unmachbar. Das Herz bewegt sich einfach nicht schnell genug. Es kann aber auch sein, dass das einen einfach so sein soll. Wenn du jetzt die ganze Zeit friedlich warst, bist du halt langsam. Da ist dein Herz halt schwach. Da hast du halt so wenig Lebenspunkte. Aber irgendwas muss es doch bringen, ey. Irgendwas muss es doch bringen. Das ging jetzt. Einmal stillhalten und dann bewegen, okay. Ich kann es verstehen, es soll ja der letzte Boss sein, aber ich bin teilweise mit den Bossen dazwischen drin schon nicht klargekommen. Bewegen die ganze Zeit. Nein, bewegt's doch! Auch hier, wenn du da einmal in die falsche Richtung gehst, hast du dich sofort quasi selbst getrappt. Tut mir leid. Ah. Also so ist es, hm?
Ich erinnere mich an den Tag, als mein Sohn starb. Der gesamte Untergrund hatte keine Hoffnung mehr. Die Zukunft wurde uns wieder einmal von den Menschen genommen. Ja, in einem Anfall von Wut habe ich ihnen den Krieg erklärt. Ich sagte, ich würde jeden Menschen zerstören, der hierher kommt. Ich würde ihre Seelen benutzen, um gottgleich zu werden. Um uns von diesem schrecklichen Gefängnis zu befreien. Dann würde ich die Menschheit zerstören. Und die Monster über die Oberfläche in Frieden herrschen lassen. Schon bald kam die Hoffnung der Menschen zurück. Meine Frau war von meinen Aktionen angeekelt. Sie hat diesen Ort verlassen und wurde nie wieder gesehen. Ganz ehrlich, ich will keine Macht. Ich will niemandem wehtun. Ich will nur, dass alle Hoffnung haben. Aber ich kann das nicht länger ertragen. Ich will einfach nur meine Frau sehen. Ich will mein Kind sehen. Bitte, Junge. Dieser Krieg geht schon zu lang. Du hast die Macht. Nimm meine Seele und verlasse diesen verfluchten Ort. Nach allem, was ich getan habe, um dir weh zu tun. Würdest du lieber hier unten bleiben und leiden, als glücklich an der Oberfläche zu leben? Mensch, ich verspreche dir, solange wie du hier bleibst, werden meine Frau und ich uns um dich kümmern, so gut wie wir können. Wir können im Wohnzimmer sitzen und uns Geschichten erzählen. Butterscotch-Kuchen essen. Wir könnten wie eine Familie. Flaui. Du Idiot! Du hast nichts gelernt in dieser Welt. Heißt es töten oder getötet werden? Okay, ich habe erst gedacht, dass das Spiel abgestürzt ist, aber es ist wirklich komplett ausgegangen. Und wenn man es jetzt aber wieder herstellt, dann kommt jetzt dieser Glitch-Sound, also das Intro glitcht quasi, und dann kommt man hierher und kann hier weitermachen. Hallo? Howdy, ich bin's, Flaui, Flaui die Blume. Ich schulde dir großen Dank. Du hast den Alten wirklich reingelegt. Ohne dich hätte ich niemals an ihm vorbeigekonnt. Aber jetzt mit deiner Hilfe ist er tot. Und ich hab die menschlichen Seelen. Oh Junge, ich war schon so lange so leer. Es fühlt sich großartig an, wieder eine Seele in mir zu haben. Ich kann sie zappeln spüren. Fühlst du dich ausgeschlossen? Nun, es ist einfach perfekt, denn immerhin habe ich nur 6 Seelen. Ich brauche immer noch eine mehr, bevor ich ein Gott werde. Und dann mit meinen neuen Kräften werden die Monster, die Menschen, alle. Ich werde ihnen alle die wahre Bedeutung dieser Welt zeigen. Oh, und vergiss es einfach. Du kannst dein altes Save-File nicht laden. Es ist für immer verschwunden. Aber keine Sorge. Dein alter Freund Flaui hat einen Ersatz für dich erarbeitet.
Ich werde deinen eigenen... Achso, ich werde durch deinen Tod speichern. Damit du zusehen kannst, wie ich dich in blutige Stücke reiße. Wieder und wieder und wieder. Was? Glaubst du wirklich, du kannst dich aufhalten? Du bist wirklich ein Idiot. Ach du Scheiße. Alter! Was zur Hölle? Alter! Ich glaube, das soll direkt nicht gehen. Holy shit! Ey, das geht nicht. Das ist alles nur ein schlimmer Traum. Ey, das geht nicht. Und du wirst nie aufwachen. Ich kann immer noch einfach Escape drücken, du Trottel, ne? Hast du wirklich geglaubt, ich wäre zufrieden, dich nur einmal zu töten? Ey, mich nervt's aber ein bisschen, dass das Spiel immer wieder abstürzt dabei. Und wenn ich jetzt wirklich allem ausweichen muss, was der jetzt hier raushaut, ne, dann kann ich euch sagen, dass das Let's Play hier vorbei war. Das werde ich nicht schaffen. Da bin ich nicht gut genug. Nicht ansatzweise. Oh geil. Ja, wenn das jetzt wirklich immer so weitergeht, ne? Was? Warnung. Was? Ah. Du hast nach Hilfe gerufen. Ja, hab ich ja auch. Was zur Hölle ist denn hier jetzt los? Oh. Oh. Ah. Alter, ey, das... Du machst halt mal 4 Schaden, ne? Alter, was ist denn hier los? Was? Warnung, Warnung, Warnung. Jetzt kommt die Seele. Hast du wieder um Hilfe gerufen? Ja, hab ich. Dankeschön. Oh, jetzt muss ich das selber einsammeln. Alter. File too saved. Ey, das geht doch überhaupt nicht. Jetzt kommt der wieder. Was zur Hölle ist los? Sammeln alle ein? Okay.
Holy fuck! Alter! Ja, danke. Ey, das geht nicht. Alter, was ist denn hier los? Du musst jetzt mal nur lange genug durchhalten, bis die Seelen eingreifen und... Ja, ich weiß, es ist alles nur ein schlimmer Traum und ich werde nie aufwachen. Werde ich wirklich nicht, weil ich einfach zu scheiße dafür bin. Wir versuchen das in der nächsten Folge weiter, okay? Bis dahin.